Heutzutage kommt es immer wieder vor, dass manche Leute behaupten, sie wären Zeitreisende oder sie könnten irgendwie durch die Zeit reisen. Doch meistens ist das alles nur Blödsinn. Doch ich möchte euch heute von einem wirklich gruseligen und mysteriösen Fall berichten, wo eine Person nicht nur behauptete, eine Zeitmaschine gebaut zu haben, sondern bei der Inbetriebnahme selber verschwunden ist und in der Vergangenheit wieder auftauchte. Wir wollen heute über das absolut mysteriöse Verschwinden und die ganze Geschichte um Mike Markham und seine Zeitmaschine reden. Bevor wir aber zu dem eigentlichen Thema kommen, gibt es jetzt noch eine kleine Nachricht von unserem heutigen Sponsor. Dieses Video wird nämlich freundlicherweise unterstützt von Holy Energy. Holy Energy ist ein fruchtiger Energy Drink in Pulverform, den ihr also selber mixen könnt, der quasi eine gesündere Alternative zu anderen Energy Drinks darstellt. Denn er ist frei von Zucker, frei von Taurin und enthält auch nur natürliche Farbstoffe und Aromen. Ihr müsst wissen, ich selber bin kein so großer Fan von Energy Drinks. Als deswegen Holy angefragt hat, ob ich mit ihnen zusammenarbeiten wollte, war ich zunächst skeptisch, aber als ich eben mich durch ihr Sortiment durchprobiert hatte, wurde ich davon überzeugt, weil mir die ganzen Sorten sehr gut geschmeckt haben. Und so geht es auch anderen Leuten, denn zum Beispiel auf Trustpilot hat Holy Energy eine Bewertung von 4,8 Sternen. Es gibt letztendlich den Kick, den Energy Drinks geben, ohne dass man sich danach hibbelig oder irgendwie zu nervös fühlt, diese innere Nervosität hat. Also, wenn auch ihr Lust auf Holy Energy habt, dann könnt ihr einmal auf den Link in der Videobeschreibung gehen. Dort kommt ihr nämlich zu einem sogenannten Trial Pack, wo unterschiedlichste Sorten drinne sind, die ihr alle mal durchprobieren könnt. Und mit dem Code CPP5 kriegt ihr auch noch 5 Euro Rabatt auf die gesamte Bestellung. Ich kann euch sehr Maracuja mit Ananas empfehlen, aber mich interessiert auch, was eure Lieblingssorte ist. Deswegen sagt gerne Bescheid und guckt euch das Ganze mal an. Und jetzt ab zum Video. Gut. Wer genau ist Mike Markham und was ist hier vorgefallen? Wir befinden uns in der Zeit um 1994 und 1995, als ein junger Mann, knapp über 20, namens Mike Markham gerade eine besondere Idee bekommen hatte. Denn ihr müsst wissen, dieser junge Mann war Student für Elektrotechnik und er hatte eine große Faszination für Zeitreisen. Er wollte selber an einer neuen Idee arbeiten, wie es möglich wäre, eine Zeitmaschine zu bauen. Und dafür hat er eine ganz besondere Idee gehabt, die er auch tatsächlich ausarbeitete. Denn er sorgte mit einem Laser, der sonst dafür genutzt wurde, um CDs zu bearbeiten, dafür, dass zwischen zwei magnetischen Polen der Luftwiderstand minimiert wurde. Das heißt, mit einem Laser sorgte er dafür, dass es einen sehr geringen Luftwiderstand zwischen dem Nord- und dem Südpol seiner kleinen Apparatur gab. Wie genau das funktioniert, weiß ich nicht, ich bin technisch nicht so versiert, aber soweit jedenfalls die Information. Und als er dies getan hatte, fiel ihm auf einmal auf, dass er bei seiner Apparatur einen seltsamen Fleck bemerkte, der sich abzeichnete. Ein Fleck, der so ähnlich aussah wie ein Hitzefleck. Er nahm dann eine Schraube und warf diese Schraube eben durch diesen Hitzefleck, der sich abzeichnete, und nach eigener Aussage verschwand die Schraube auf einmal und tauchte aus dem Nichts plötzlich einige Meter entfernt von ihm wieder auf. Er war fasziniert und war sich jetzt sicher gewesen, dass seine Idee, seine Apparatur scheinbar tatsächlich funktioniert. Er hatte also quasi eine kleine, relativ schlecht funktionierende Zeitmaschine gebaut, die in der Lage war, kleine Objekte einfach durch die Zeit reisen zu lassen. Doch ihr müsst wissen, seine Faszination über das Ganze war so groß, dass er hier nicht aufhören wollte und er wollte eine Maschine bauen, die nicht nur kleine Objekte durch die Zeit reisen ließ, sondern auch große und vielleicht sogar Menschen. Um das aber zu schaffen, bräuchte er eben eine Stromversorgung, die unfassbar viel Energie freisetzt. Er brauchte eine unfassbare Menge an Energie, die eben eine normale Haussteckdose oder so nicht bietet, und deswegen kam er auf eine ganz besondere Lösung. Denn er wusste, dass es alte Transformatoren bei einem Kernkraftwerk in seiner Nähe gab, die ausgemerzt wurden. Sprich, Transformatoren, die nicht mehr gebraucht wurden. Er ist eines Nachts in diesem Kraftwerk eingebrochen und stahl eben diese Transformatoren und nahm sie mit zu sich nach Hause. Sie waren in der Lage, ihm genug Energie zu bieten, dass er sein Experiment weiter fortführen könnte und vielleicht sogar in der Lage wäre, Menschen irgendwie durch die Zeit reisen zu lassen. Allerdings, als er diese Transformatoren geklaut hatte,
kam es schon kurze Zeit später dazu, dass die Inbetriebnahme dieser Transformatoren zu einem Massenstromausfall in seiner Gegend sorgte, weswegen die Behörden relativ schnell auf ihn aufmerksam wurden, wussten, wo eben die Transformatoren gelandet sind und ihn deswegen festnahmen. Weil er eben einen schweren Diebstahl begangen hatte, saß er sogar einige Monate lang im Gefängnis, bevor er dann im Jahr 1995 aus dem Gefängnis wieder entlassen wurde. Man könnte jetzt meinen, nach diesem ganzen Ereignis, wo er sogar inhaftiert wurde, würde er seine ganze Idee ruhen lassen und das nicht mehr weitermachen. Doch er war nicht am Ende. Er wollte seine Zeitmaschine bauen, er wollte, dass das Ganze so stattfindet. Und sein Glück war, dass er eingeladen wurde von einem Mann namens Art Bell. Art Bell, für die, die es nicht wissen, war früher einmal Moderator eines sehr beliebten Podcasts, einer sehr beliebten Radioshow. Diese Radioshow hieß Coast to Coast FM und es war eben eine Show, die sich mit Paranormalen, mit Verschwörungstheorien und allem drum und dran beschäftigte. Und Art Bell hörte eben von diesem Mann, der versuchte, eine Zeitmaschine zu bauen und lud ihn zu sich ins Studio ein, damit er von seinem Vorhaben berichten könnte. Und dort redete eben Mike Markham darüber, was seine Idee gewesen ist, wie er es umsetzen wollte und auch darüber, dass er eben viel Geld dafür brauchte. Und weil eben viele Leute sich diese Radioshow anhörten und Lust hatten, Mike zu unterstützen, bekam er die nächsten Tage unzählige Anrufe und Spenden zugeschickt, dass er tatsächlich in der Lage war, sich große Transformatoren, eigene Transformatoren zu kaufen, die sein Projekt unterstützten. Mit dem Geld, das er bekommen hatte, fing er nun an, eine große Zeitmaschine zu bauen. Und 1996 war er noch einmal in der Show von Art Bell in Coast to Coast FM und dort erwähnte er, dass diese Maschine, die er gebaut hatte, die erneut dafür sorgte, dass der Luftwiderstand zwischen zwei Polen extrem gering gehalten wurde, kurz vor Vollendigung war. Sprich, er sagte, er wäre fast fertig mit seiner Zeitmaschine und würde sie bald an sich selbst testen. Er selbst möchte das Versuchskaninchen für den ganzen Vorfall sein. Das Ganze war faszinierend und viele Leute warteten auf irgendeine Mitteilung, irgendeine Nachricht, dass sein Projekt, seine Zeitmaschine funktionierte. Doch dann, als es eben kurze Zeit später nach diesem Auftritt in der Show dazu kam, dass er sein eigenes Projekt, seine Zeitmaschine austestete, verschwand er plötzlich. Mike Markham, als er eben versuchte, durch die Zeit zu reisen, verschwand plötzlich im Nichts. Es war, als wäre er auf einmal vom Boden verschluckt worden, er war nirgendwo mehr aufzufinden. Als diese Meldung bekannt wurde und auch Art Bell und seine Community nicht in der Lage war, ihn irgendwie ausfindig zu machen, sahen viele dies als absoluten Beweis an, dass scheinbar Mike Markham es geschafft hatte, nicht nur eine funktionstüchtige Zeitmaschine zu bauen, sondern auch noch in der Lage war, mit dieser Zeitmaschine durch die Zeit zu reisen. Sie vermuteten eben, er ist durchgegangen, wurde in der Zeit zurückteleportiert oder irgendwo sonst hin und war deswegen nun verschwunden. Die Leute waren fasziniert von diesem Ergebnis, doch die Sache wurde noch gruseliger. Denn kurze Zeit später tauchten auf einmal Nachrichtenartikel auf, die gefunden wurden von früher aus den 1930er Jahren. Denn damals gab es in den USA einen gruseligen Vorfall, bei dem ein junger Mann in einem Metallrohr gefunden wurde. Man fand damals, 1930, einen menschlichen, leblosen Körper, der in ein Metallrohr gequetscht wurde und niemand wusste, wie diese Person in das Rohr kam. Es gab damals keine logische Erklärung, wie dieser junge Mann in dieses Rohr gesteckt wurde, weil ihn reinzuschieben oder selber reinzuklettern wäre unmöglich gewesen. Es wirkte fast so, als wäre diese Person im Metallrohr aus dem Nichts aufgetaucht. Und außerdem soll diese Person irgendein seltsames, undefinierbares Objekt bei sich gehabt haben, wo viele Leute heutzutage davon ausgingen, dass es ein Handy war. Das bedeutet also, Leute fanden nicht nur heraus, dass Mike Markham quasi verschwunden war, sondern sie fanden auch noch scheinbar heraus, wo er hin verschwunden ist. Seine Zeitmaschine brachte ihn scheinbar zurück in das Jahr 1930, wo er allerdings durch einen Fehler in seiner Position nicht einfach mitten im Nichts stand, sondern tatsächlich eingesperrt war in einem Metallrohr, weil er in diesem Metallrohr aufgetaucht war. Es ging ein Aufschrei durch die ganze Community, weil scheinbar Zeitreisen möglich waren und er den Beweis geliefert hatte.
Das Ganze ist eine unfassbar gruselige Geschichte. Ein junger Mann, der es schafft, eine Zeitmaschine zu bauen und dann auch noch bewiesenermaßen in die Vergangenheit reist. Doch auch wenn diese Geschichte auf tausenden Mystery-Foren so geteilt wird, müssen wir auch einmal eine logische Seite betrachten. Denn zunächst einmal Mike Markham und diese Geschichte hat es tatsächlich so gegeben. Das Ganze ist keine ausgedachte, erfundene Geschichte, zumindest zum größten Teil. Denn tatsächlich gab es Mike Markham, der versucht hat, eine Zeitmaschine zu bauen, der auch eben bei dieser Radioshow gewesen ist und der eben Spenden gekriegt hat, um sein Projekt weiterzubauen. Doch der Teil, dass er verschwunden ist und 1930 wieder auftauchte, scheint einfach nur frei erfunden zu sein. Denn tatsächlich gibt es keinerlei Nachrichtenartikel, die sowohl zeigen, dass ein Mann in einem Rohr gefunden wurde, als auch, dass Mike Markham auf mysteriöse Weise verschwunden war. Es gibt keinerlei Meldung, keinerlei Nachrichten, dass dies so tatsächlich irgendwann mal passiert ist. Ich konnte jedenfalls da gar keine Lösung finden oder keine Nachweise. Aber auch die Geschichte an sich wirft Fragen auf. Denn einerseits heißt es ja, dass er sein Handy dabei gehabt hatte, das man bei ihm in diesem Rohr fand. Dabei wird immer von einem kleinen Smartphone gesprochen oder von einem Handy, ähnlich wie zum Beispiel so ein altes Nokia-Handy. Die Sache war, wir befinden uns aber im Jahr 1996. Damals waren die Handys keine kleinen, kompakten Handys wie heutzutage oder damals im Jahr 2002, 2000 sonst was. Sondern damals waren das richtige Bauklötze. Es waren große Handys, die er wahrscheinlich so nicht einfach dabei gehabt hatte. Das heißt, diese ganzen Meldungen, die davon sprechen, dass er ein kleines Handy bei sich hatte, sind schon mal völlig falsch. Außerdem heißt es eben in diesem ganzen Artikel immer, dass Mike den Leuten seine Adresse nannte, damit diese über Google Earth sich sein Haus und seine Zeitmaschine ansehen könnten. Diese Nachricht wird auch immer wieder verbreitet, doch Google Earth gab es erst 2005. Das heißt, 1996 hätte damals noch niemand von Google Earth gewusst, also wüsste damals auch Mike noch gar nicht davon und könnte das Ganze also auch so nicht verbreitet haben. Dieser ganze Vorfall um Mike Markham scheint nichts weiter als eine erfundene Geschichte zu sein. Doch die Frage ist jetzt, wenn Mike Markham tatsächlich existiert hat, wo befindet er sich heutzutage? Und auch die Antwort kann ich geben. Denn vor einigen Jahren gab es auf einmal wieder ein Lebenszeichen von ihm. Denn vor wenigen Jahren tauchte auf einmal auf Facebook eine Spendenorganisation bzw. eine Spendenaktion auf. Auf der Webseite GoFundMe bat Mike Markham darum, dass man ihm wieder Geld sandte, dass man ihm wieder Geld spendete für neue Experimente, die er durchführen wollte. Denn mittlerweile ist Mike Markham nicht durch die Zeit gereist oder irgendein Top-Wissenschaftler, sondern er ist scheinbar obdachlos und lebt auf Hawaii. Die GoFundMe-Page von ihm wurde kurze Zeit später wieder offline genommen und seitdem ist er wieder verschwunden und niemand weiß, wo er ist. Es gibt im Internet viele, die immer noch der festen Überzeugung sind, dass er tatsächlich ein echter Zeitreisender war, durch die Zeit gereist ist und deswegen verschwand, während andere eher der logischen Variante glauben. Mich würde eure Meinung interessieren, schreibt sie gerne in die Kommentare und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss.